Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich, mega, die Rossmann Schön für mich Box aus März. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Man kann an so einer Verlosung teilnehmen und 5000 Leute gewinnen dann irgendwie einen Code, sodass man die Box für 5 Euro bei Rossmann bestellen kann. Und die wird dann auch versandkostenfrei zu einem nach Hause geliefert. Also im Prinzip ist die für Ome, ne? Also das ist da voll krass. Ich habe an diesem Gewinnspiel so oft schon teilgenommen und nie gewonnen. Und jetzt gerade vor ein paar Tagen kam eine liebe Abonnentin auf Instagram auf mich zu. Ich nenne sie einfach mal BB, weil ich weiß nicht, ob ich ihren Namen hier nennen darf. Und ich bin total gerührt, denn sie hat mir einfach ihren Code geschenkt und sagte, Mensch, Claudi, ich gucke deine Videos so gerne auf YouTube und ja, deswegen möchte ich dir jetzt einfach mal meinen Rossmann Schön für mich Gutschein schenken. Ich war so baff und ich wusste überhaupt nicht, was ich, ne? Also ich habe einfach nur Danke und wow und voll krass und also mega großzügig und lieb von dir. Falls du das siehst, was ich denke, vielen, vielen, vielen Dank. Ich bin auch sehr gespannt, was sich jetzt in der Box befindet. Und es passt einfach so gut, weil ihr wünscht euch ja immer wieder von mir, dass ich auch mehr die Drogerieprodukte testen kann. Und ja, ganz offensichtlich haben wir in dieser Box auch Drogerieprodukte drin, die Rossmann halt explizit dann ausgesucht hat. Und also das ist 5 Euro, ne? Damals war das so, dass man die halt dann irgendwo in der Filiale abholen musste und mittlerweile kriegt man die echt nach Hause geschickt, ne? Und ich war so baff und ich bin einfach total glücklich. Ich nehme jetzt mal den Deckel ab und das ist ein sehr dicker, robuster Deckel. Also das ist schon mal sehr positiv. Das war auch noch in einem Umkarton eingepackt und ja, so schaut sie dann von innen aus, wie so eine richtig geile Beautybox. Ich rieche auch so leicht frische Noten hier raus, leicht, ganz leicht kräuterig, ne? Aber auch ein Hauch Blume ist dabei. Hier ist auch ein Schleifchen drumherum, also mega, mega lieb, ich bin immer noch total gerührt. Ich glaube, ich habe die gestern auch tatsächlich dann erst bestellt oder vorgestern, super schnell hier angekommen. Und ja, dann mache ich die mal auf und hier sehen wir dann auch tatsächlich dann den Blick in die Box. Die ist so prall gefüllt und sollten hier halt irgendwelche dekorativen Kosmetikprodukte drin sein, kann ich das natürlich auch in meinen Full-Face-Beauty-Boxen mit aufnehmen, weil das ist eine Box, da ist Beauty drin, ne? Und ich mache ja monatlich meinen Full-Face-Beauty-Boxen, da habe ich heute noch das Video geschnitten für Februar, also für die Februar-Produkte. Das müsste jetzt auch demnächst online kommen oder schon online gekommen sein. Keine Ahnung, ich steige durch meine eigene Organisation nicht mehr durch. Als erstes habe ich hier eine Karte drin. Einfach mal machen. Könnte ja unglaublich werden. Liebe ich. Liebe ich so sehr. Denn ja, ich bin halt, das ist mein Motto, ne? Also einfach mal machen und gucken, was passiert. Was soll schon Schlimmes passieren? Die Welt wird jetzt nicht untergehen, weil ich jetzt gerade irgendwas Neues ausprobiere. Try and or error. So gehe ich zum Beispiel auch an die Renovierung unserer Wohnung oben dran, ne? Weil ich mir einfach denke, ja, das ist für mich, ne? Und wenn das mit den Tapeten nicht ganz so hundertprozentig aussieht, dann packe ich da halt noch eine Schicht Farbe drüber oder so, ne? Weißt du so? Und ja, deswegen geile Karte. Kann ich, also ja, passt. Gutes drin, Siegel drauf, da haben wir hier so ein Heftchen mit dabei, wenn man online bei Rossmann bestellt, bekommt man sowas auch, einfach mit ein paar Produkten, das ist so ein Werbeflyer, ne? Da stehen manchmal auch so Rabattcodes dabei, ich hatte da auch schon mal so Sticker und sowas drin, das fand ich ganz süß. Oha, okay, ja, For Your Beauty Gesichtshaarentferner. Ich bin ein sehr robuster Mensch, hier übrigens, ne? Ein sehr robuster Mensch, denn ich habe mir mittlerweile abgewöhnt, mich zu rasieren. Haltet euch fest, ich epiliere mich tatsächlich von, ja, tatsächlich hier, wobei hier epiliere ich auch manchmal noch dazwischen, komplett. Also alles wird epiliert, Achseln, Intimbereich, alles. Beine ist nervig tatsächlich, Achseln ist eine Herausforderung tatsächlich. Intimbereich, ja, da habe ich sehr laut geflucht, immer wieder, mein Freund hat sich kaputt gelacht. Sowas habe ich auch schon mal gehabt, finde ich persönlich nicht ganz so effektiv. Ehrlich gesagt, ne? Also ich finde es irgendwie ganz interessant und ganz niedlich und so. Mit einem Epilierer kriege ich das aber einfach schneller hin. Tut natürlich auch ein bisschen mehr weh, aber mein Körper ist es halt mittlerweile, so blöd sich das anhört, echt gewohnt, ne? Das ist so geil.
Habe ich gestern bei mir noch in der Süßigkeiten-Schublade gesehen und mir gedacht, eigentlich habe ich da Bock drauf, aber oh, die ist eigentlich so schön, eigentlich zu schade, um sie jetzt zu essen. Jetzt habe ich eine zweite, die wird heute Abend safe vernichtet. Das exquisite pink-weiße Schokolade, purer Schokoladengenuss. Total cool, finde ich klasse, werde ich essen, richtig, richtig nom nom. Ich liebe pinke Schokolade, pinke weiße Schokolade ist einfach noch so ein Stück fruchtiger mit dabei, aber halt nicht so wie eine Jogurette oder sowas, weil Jogurette oder so mag ich nicht, aber ich mag halt diese pinke Schokolade. Es gab auch schon mal dieses Kit Kat in Pink, das mochte ich gerne. Das mochte ich echt gerne. Das freut mich gerade. Und pinke Schokolade ist auch eine ganz besondere Form von Schokolade. Das wusste ich vorher gar nicht. Ich dachte, es wäre einfach weiße Schokolade, der irgendwelche Zusätze halt zugesetzt worden wären. Aber das ist gar nicht so. Das wird aus irgendwas gewonnen und total aufregend. Also ich finde es geil. Dann habe ich hier als nächstes etwas drin. Und zwar von Isana ein Babyhaar-Styling-Stick. Jo, sowas hatte ich schon mal von Got2Be und sowas hatte ich auch schon mal... Oh, von irgendwas anderem hatte ich das auch mal in der Beautybox mit drin. Also ihr kennt mich ja mittlerweile ganz gut, wie ich hier so sitze. Entweder habe ich hier meine Haare offen oder ich habe hier zur Seite meine Haare gemacht oder ich habe hier einen Bommel oder ich habe hier einen Bommel. So großartig krass unterwegs bin ich nicht. Und wenn meine Haare mir auf den Keks gehen, dann nehme ich ein bisschen Wasser oder ja, zwischendrin auch mal ein bisschen Spucke und mache mir die Babyhaare halt hier so weg, ne? Das reicht bei mir tatsächlich. Ja, ich mache jetzt nicht so super aufregende Frisuren. Wobei, wenn ich jetzt an diese Frisur denke, da habe ich ja zum Beispiel für meinen 90er-Look auch so einen, Haarlook gemacht, ne? Als ich für eine 90er-Jahre-Party mich gestylt habe mit euch zusammen. Da hätte das auf jeden Fall gut, ja, hätte ich gut gebrauchen können, auf jeden Fall. Ne? Muss ich mal schauen, ob ich das verwende, aber so sehr flasht mich das ehrlich gesagt nicht. Hier stand ich heute noch, und ich war heute noch im Rossmann vor und wollte es eigentlich mitnehmen und habe dann gesagt, nein, Claudi, nicht noch Kekse mitnehmen, du, ne? Mhm. Richtig geil. Und da war die Box schon auf dem Weg zu mir. Mhm. In der Bio-Dinkel-Doppelkekse, die sind so lecker mit Kakaocreme. Also, wenn dieses Video online ist, sind diese Kekse leer. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Warum riecht das so gut? Ah, hier ist eine Badebombe drin, alles klar. Ich dachte gerade, warum riecht das nach Blumen? Aber ja, finde ich lecker. Finde ich auch eine tolle, gesunde Alternative zu den generellen Doppelkeksen, die es so gibt, ne? Jo. Und die machen halt auch mehr satt, weil sie mit Dinkel sind. Das muss man halt auch mal so bedenken. Da reichen mir auch wirklich zwei Kekse und dann brauche ich da erstmal auch gar nicht so weiter was von. Und bei den regulären Doppelkeksen ist es so, da kann ich gar nicht genug von kriegen. Dann haben wir hier etwas mit drin. Und zwar ist es in einer neuen Verpackung von Schauma 7 Kräuter, frische Shampoo mit 7 Kräutern. Ich kenne das auch noch. Meine Mama hat damals immer dieses 7 Kräuter von Schauma gekauft. Da war eine Lady drauf, die sich im Laufe der Jahre immer mal wieder so ein bisschen verändert hat. Da ist ein anderes Model genommen worden, ne? War halt immer eine Frau abgebildet. Aber scheinbar scheint Schauma, okay, nun auch anzufangen quasi zu gendern, dass die halt nicht nur Frauen und Männer vorne drauf packen, weil das kannst du ja für Männer und Frauen verwenden, ne? Ja, das ist ein richtiger Klassiker. Das muss ich safe demnächst mal wieder verwenden. Ich habe in meiner Kindheit immer nur Schauma verwendet. Und das war zu viel. Also man sollte ja immer wieder switchen, ne? Wenn du eine Packung leer hast von Shampoo zum Beispiel, also bei Haaren ist das wirklich so eine Sache, dann solltest du eine andere Variante, also entweder eine andere Marke oder eine andere Art und Weise von dem Shampoo verwenden, weil ansonsten gewöhnen sich die Haare zu krass dran und dann fetten die zu schnell nach. Ne? Das ist so ein kleiner Tipp von mir. Und da einfach immer zu switchen. Ich mache das ja schon teilweise unter der Woche, dass ich dann ja dienstags und freitags immer ein anderes Shampoo verwende, als ich das an den anderen 5 Wochentagen verwende. Und ja, aber das hier kommt auf jeden Fall bei mir ins Backup rein, einfach aus rein nostalgischen Gründen. Und das ist auch irgendwie flacher geworden, ne? Aufregend. Richtig aufregend. Komm, wir entdecken jetzt mal wieder so diesen nostalgischen Duft. Ja, auf jeden Fall. Und das hat unsere ganze Familie damals verwendet, ne? Also alle 4 von uns. Echt geil. Das ist gerade so richtig Kindheitserinnerung, ne? Dann habe ich hier was drin von M. Asam. Magic Finish Volume Lip Balm. Ich mag leider nicht so gerne diese Lippenbalsame in Pöttchen, zumal das hier auch noch richtig groß ist, also bis du das aufgebraucht hast. Und außerdem gibt es halt auch noch eine Farbe ab, ne? Also das ist nichts, was ich mir so ans Bett stelle, um mir das abends drauf zu machen vom Schlafen gehen, sondern das ist etwas, was man sich halt drauf macht, wenn man halt wirklich einen Hauch von Farbe auf den Lippen haben möchte, also über Tag, ne?
Ja, 18 Gramm sind hier drin. Also bis man das mal leer hat, das dauert ewig und 3 Tage. Deswegen, ich weiß nicht, ob das bei mir bleiben wird. Wie gesagt, ich hatte das schon mal da und mir ist es halt schlecht geworden, bevor ich auch nur ein Drittel davon aufgebraucht habe. Und ich hatte das hier auf dem Schminktisch stehen und habe das jeden Tag verwendet. Muss man mal wirklich dazu sagen. Gut, hier knallt die Sonne dann vielleicht auch zu sehr rein, ne, sodass es dann kippen könnte. Aber na, bin ich nicht so ganz Fan von. Hier habe ich was ganz Interessantes drin und zwar von Alterra. Ist es ein 2-in-1 Lip Cream and Primer, ein Lippenprimer. Ich habe hier auch tatsächlich einen von Alterra stehen, ist es, glaube ich, ne? Nee, oh, Konkurrenz erwähnt, Hallöchen, Popöchen. Den habe ich nämlich aktuell in Anwendung. Dann kann ich den danach mal verwenden, weil sowas ist eine schöne Geschichte, wenn ich mir halt meine Foundation, Concealer und so, also quasi meine cremigen Texturen aufgetragen habe. Bevor ich dann abpuder, gebe ich mir gerne ein bisschen Lippenbalsam drauf, ne? Und dann mache ich die ganzen pudrigen Texturen drauf und bis dann die Lippengeschichte eingezogen ist, dauert es ja eine ganze Weile und bis dahin habe ich mein Make-up dann soweit fertig und dann kommt mein Lippen Produkt drauf, also entweder Lipgloss, Liquid Lipstick, Lippenstift oder sowas, ne? Und ja, sowas ist dann dafür astrein geeignet und werde ich verwenden. Cool. Ja, ich habe keine Badewanne, auch wenn wir oben renovieren, werden wir oben tatsächlich die Badewanne wahrscheinlich rausfliegen lassen. Also wir werden sie wohl nicht nutzen. Deswegen werde ich auch wohl in Zukunft keine Badewanne haben. Und diese Badebombe wird dann nicht bei mir bleiben. Die ist auch von Isana, sieht wunderschön aus. Badekugel mit Topping nennt sich das. Ist auch echt süß. Und ja, ne, riecht unfassbar gut. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass man sich da extrem drüber freut. Aber ich glaube eher, dass ich das dann mal in Verlosungspaket mit reingeben werde. Riecht echt geil. Oder meiner Stiefmama oder sowas schenken werde. Und hier sind auch ganz viele vierblättrige Kleeblättchen mit drauf. Das ist schon süß, ne? Also so ein schönes Gimmick, wenn ich so einen Osterkorb packe und so Ostergeschenke halt fertig mache, dass ich da einfach noch so eine Badebombe mit reinpacke. Also da weiß ich schon, wen ich damit glücklich machen kann. Das hier ist ziemlich funny. Das hatten wir nämlich letztens in Trashosaurus drin. oder Trashisaurus. Das hatte die liebe Alina, Frühlingsrolina, reingepackt, weil sie furchtbar enttäuscht davon war. Ich habe es mir damals auch nicht rausgenommen. Das packt man sich im Kühlschrank. Ist auf jeden Fall von For Your Beauty. Cryo Face Globe. Ne, das packst du dir im Kühlschrank und dann hast du da halt diese Flüssigkeit drin und die wird dann halt kalt und dann kannst du damit über dein Gesicht gehen und dir eine Gesichtsmassage geben. Das soll halt super so morgens sein, ne? Dass wenn man dann gerade so im Sommer, keine Ahnung, wachst auf, bist du da verschwitzt und alles so, dann möchtest du halt irgendwie dein Gesicht kühlen, deine Augenringe abschwellen lassen und so. Da ist sowas dann ganz gut geeignet für. Da ich das jetzt hier habe, kann ich mir vorstellen, dass ich das vielleicht doch verwende. Mal gucken. Ne? Muss ich echt mal gucken. Ja, irgendwas muss es ja bewirken, was cool ist. Ich weiß es nicht. Damit kannst du sicherlich auch so dein Gesichtsbild einarbeiten oder so. Dafür habe ich aber eigentlich meinen PMD Rose Quartz Roller. Ich guck mal. Vielleicht wird das mal ausprobiert. Hier habe ich auch was mit dabei. Das war letztes Jahr von Rival Loves Me in so einer Limited Edition. Und zwar sind das die Waterproof Maker Drops. Das verwandelt Foundation in wasserfestes Make-up. Ich muss gestehen, dass ich halt relativ selten bis nie geschminkt und überhaupt nicht mit Foundation irgendwo hingehe, wo ich schwimmen wollen würde oder so. Also wirklich, wenn ich ins Schwimmbad gehe, ins Freibad, ins Schwimmbad, keine Ahnung, irgendwo hin, wo Wasser ist, an See fahre oder so, bin ich ungeschminkt. Da habe ich nichts im Gesicht, da habe ich auch keine wasserfeste Mascara oder sonst irgendwas drauf. Nein. Nein, einfach nein. Ich mag das nicht. Ich habe immer, wenn ich irgendwie schwimmen war und dann da halt irgendwelche, als ich noch Kind war, ne, und dann erwachsene Frauen waren, die zum Beispiel meine Mom, die hatte immer ihre Haare dann so schick gemacht oder wenn da andere Frauen waren, die sich geschminkt hatten und so und dann immer bloß nicht den Kopf unter Wasser. Das fand ich so ulkig. Wirklich, ne? Weil ich bin halt so voll die Wasserratte. Wenn ich Wasser sehe, dann muss ich aber direkt mit dem Kopf unter Wasser und Handstand und Rambambam und Rolle und alles im Wasser. Ich liebe Wasser. Wasser und ich, wir sind so. Und es ist ganz toll. Und da werde ich mich nicht bei schminken, ne? Gut, sowas kann cool sein, dass wenn irgendwie spontan mal ein Regenschauer kommt oder so und du hast keinen Schirm mit dabei, ja, kann das auf jeden Fall das Make-up retten, aber das rettet mir ja auch nicht die Mascara oder so, ne? Also ich sehe hinter solchen Produkten einfach keinen Sinn. Muss ich gestehen, deswegen, ne? Schade, Schokolade. So, zwei Sachen haben wir hier noch drin und das ist beides von Alterra, wenn ich das richtig sehe. Einmal haben wir eine feste Gesichtsreinigung hier mit dabei. Das finde ich cool, weil ich mache Double Cleansing. Das heißt, erst mache ich mir einen Reinigungsbalsam drauf, der dann halt so, ne, die Make-up-Geschichten runternimmt. Und unter der Dusche verwende ich einen Schaum oder ein Gel oder halt so eine feste Gesichtsreinigungsgeschichte. Kann ich mir echt gut vorstellen. Mit Bioalge, sanfte und milde Reinigung und ja.
Das finde ich sehr angenehm, ne? Weil sanfte Reinigung kann ich gut gebrauchen. Ich habe eine sehr sensible Haut. Ich hoffe nur, dass es nicht zu austrocknend sein wird, weil ich auch eine sehr trockene Haut habe. Riecht auf jeden Fall sehr kräutrig. Passt gut zum Shampoo. Das muss man ihm lassen. Hat auch irgendwie noch so eine Schicht außen drum rum, die so pudrig irgendwie ist. Ist ganz, ganz witzig. Wahrscheinlich damit es halt, so nicht quasi so eine Trockenhaltungsgeschichte aus, ist wohl außen drum. Aber es riecht wirklich gut. Mach dich gerne allein. Doch, ne? Das kommt auf jeden Fall ins Backup. Und das letzte Produkt ist hier von Alterra Naturkosmetik. Eine 24-Stunden-Tagescreme. Nordic. Feuchtigkeitsspendend und regulierend. Das kann ich gut gebrauchen. Natur, Mädesüß, Birkenextrakt und Basis. Hä? Also das sind dann wahrscheinlich die Inhaltsgeschichten, ne? So schaut es aus. Hinten drauf sind die ganzen Inhaltsstoffe auch nochmal ganz genau aufgeführt. Inspiriert von der skandinavischen Natur. Also sowas kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe jetzt für nächstes Mal, wenn eine meiner beiden Cremes, die ich aktuell in Anwendung habe, leer geht, werde ich von Balea die Urea ausprobieren. Und danach werde ich dann die auch mal ausprobieren. Dann kann ich euch ein Feedback dazu geben. Finde ich ganz interessant. Und gerade Naturkosmetik und so, das sieht aus wie Naubei. Jetzt mal ohne Flachs. Kennt ihr Naubei? Haben wir öfters mal in Beautyboxen drin. Und die haben auch immer so einen Holzdeckel. Total hübsch. Ne, finde ich cool. Mag ich gerne leiden. Habe ich Bock drauf. Wirklich cool. Wie lange ist es haltbar? 23. Ja, das kriegen wir alle hin. Ne, finde ich cool. Ja, sagen sie cool sehr oft. Also für 5 Euro, inklusive Versand im Prinzip, diese ganzen Produkte zu erhalten, das ist der Wahnsinn. Ich finde das so geil, dass Rossmann das anbietet, dass man diese Boxen gewinnen kann, ne? Und also vielen, vielen Dank, liebe BB, dass du mir deinen Code zur Verfügung gestellt hast, damit ich die Box bestellen konnte. Ich werde mir einiges hier zu Gemüte führen, einiges ausprobieren, einiges reviewen können. Und die Kekse und die Schoki, die werden, wenn das Video online ist, nicht mehr vorhanden sein. Die werden dann auf meinen Hüften sein, ne? Ja, das war's, ne? Schreib mir mal gerne in die Kommentare, ob du auch schon mal so eine schön für mich Box von Rossmann ergattern konntest, ob du überhaupt wusstest, dass es sowas gibt. Kann man sich irgendwie für den Newsletter anmelden und so. Das steht alles auf der Homepage, da müsst ihr einfach mal gucken. Ich schaue mal, ob ich euch das auch in der Infobox verlinken kann. Einmal im Monat ist diese Aktion immer so am, weiß ich nicht, 5. und 6. oder sowas den Dreh. Weiß ich gerade nicht aus dem Kopf, ne? Dass die Verlosungsaktionen laufen. So, das war's jetzt auch hier von mir. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen und Beauty-Boxen und Food-Boxen. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!